Nach einer aktuellen Umfrage lehnt inzwischen eine Mehrheit der Menschen in Baden-Württemberg Stuttgart 21 ab. Wie bewerten Sie diese Umfrage? Die Meinungsumfrage wundert mich natürlich nicht. Sie zeigt, dass der Kostendeckel, der vor der Volksabstimmung ja Beschlusslage der Regierung war, dass die Menschen das klar im Kopf haben und nur unter den Bedingungen zugestimmt haben. Das ist für mich also ganz offensichtlich, dass das sehr ernst genommen wird. Insofern liegt die Regierung richtig damit. Der Kostendeckel bleibt und mehr werden wir nicht bezahlen als vereinbart. Die Bahn hat damit gedroht, den Streit um die Übernahme von Mehrkosten gerichtlich klären zu lassen. Wie beurteilen Sie das? Also mich erstaunt das schon in sehr hohem Maße. Bevor die Fakten überhaupt im Lenkungsausschuss geklärt sind über diese Kostensteigerungen, wird mit einer Klage gedroht. So geht es gar nicht. Ich meine, man muss erst mal die Faktenlage klären, bevor man mit Klagen droht. Aber die Klagedrohung beeindruckt mich nicht sehr, denn ich bin ziemlich sicher, dass wir da auf der sicheren Seite liegen. Das ist eine freiwillige Leistung, die wir vertraglich erbringen. Und daraus kann sich keine Nachschusspflicht ergeben. Wer einmal freiwillig zahlt, muss auch weiter freiwillig zahlen. Ich meine, wo steht denn sowas? Insofern sehe ich solch einer Klage, wenn sie denn kommt, gelassen entgegen. Allerdings führen Klagen leicht zu Verzögerungen von Projekten. Insofern sollte sich das die Bahn gut überlegen und wir sollten die Dinge besser ohne Klagen klären. Der Vorstandsvorsitzende der Bahn, Rüdiger Grube, hat beklagt, dass ein großer Teil der veranschlagten Mehrkosten auf behördlichen Schwergang zurückzuführen sei. Was ist an dem Vorwurf dran? Das muss ich ganz entschieden zurückweisen. Ja. Dieser Vorwurf ist in keinem einzigen Fall substanziiert. Niemals wird präzis gesagt, wo wir das machen sollen. Das tun wir nämlich nicht. Im Gegenteil, die Probleme des Fortgangs liegen allein bei der Bahn. Artenschutzrechtliche Belange nicht beachtet. Der Verwaltungsgerichtshof hat es deswegen gestoppt. Beim Grundwasserandrang die Mengen unterschätzt, doppelt so hoch, erfordert ein neues Planfeststellungsverfahren in der Frage. Brandschutz nicht geklärt. Alles Dinge, die bei der Bahn liegen. Daher kommen die Verzögerungen nicht von uns. Auch das Eisenbahnbundesamt sagt, dass sie oft unvollständige Unterlagen vorlegen, sodass nicht entschieden werden kann. Also ich weise diesen Vorwurf mit aller Entschiedenheit und Klarheit zurück. Wir halten uns an Recht und Gesetz, behindern niemand. Und wenn wir etwas tun müssen, tun wir es. Also davon kann überhaupt keine Rede sein. Am 5. März beschäftigt sich der Bahnaufsichtsrat mit Stuttgart 21. Was erwarten Sie von der Aufsichtsratssitzung? Ja, ich erwarte, dass der Aufsichtsrat eine verantwortliche Entscheidung trifft. Er trägt allein jetzt die Verantwortung, wie die Dinge weitergehen. Ich erwarte allerdings von ihm, dass geklärt wird, wenn er sich für das Projekt entscheidet, wer bezahlt. Wir tun es nicht, das haben wir längst erklärt. Die Durchfinanzierung des Projekts muss geklärt sein. Man kann nicht solch ein Projekt wirklich beginnen mit dem Bau, ohne dass klar ist, wer bei Mehrkosten bezahlt. Auch das muss der Aufsichtsrat verantwortlich entscheiden.